So, dann werden wir jetzt mal hinreisen zu den bescheidenen Docks. Und den nächsten DLC anfangen. Und zwar ist das ein Rollenspiel. Jetzt müssen wir nach Flame Rock Refuge laufen. Oh, wir kriegen aber auch 49 Punkte. Ist okay. Verdammt. Aber die machen hier mit ihrem Weitschuss gegen mir auf den Sack. Scharfschützen, Skelettbogen, Scharfschützen. Gut, die krieg ich jetzt nicht. Okay. Heidi, dai. Bringen wir hier lang. Schöne Musik im Hintergrund. Bum, bum, bum. Down. Oh, down. Da ist hier noch einer. Das ist mein schlechtes. Los, renn da hin. Wenn die weg ist, scheiße, dann kriegst du nie wieder. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann krieg ich hier wieder. Lief mir da eh noch voll von der Berserker! Berserker! Wie doof, Mann! Sehr gut. So, weiter. Ihr nähert euch dem Eingang von Flame Rock Refuge. Da erscheint plötzlich... Schussdrache vom Hans und Hexer! Überraschungsangriff! Überraschungsangriff. Oh, den klopp ich. Tina, man fängt seine Kampagne doch nicht mit einem Bosskampf an, den kein Spieler gewinnen kann. Touché. Okay, alle zurück. Unsterblich! Ich wollte was tot machen. Okay, wie wär's mit einem neuen Boss? Er ist ein Skelett. Und sein Name ist... Meister... Knochenhosen-Typ? Meister Knochenhosen-Typ! Na komm mal her, Meister Knochenhosen-Typ. Das gefällt mir. Na, der ist bei down, Meister Knochenhosen-Typ. Yeah. Down, alles down. Klar. Die Straße nach Flame Rock Refuge steht euch offen. Da müsst ihr hin.
Komm her, du blöder Krieger. Kleine Daumen, ja, alle sehr gut. Um schnell zu gehen hin. Helm runterjauen und tot ist er. Sehr gut, ey, da sind ja noch mehr. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ein lieber Krieger ist gefallen. Was war das? Okay. Die Waffen sind eigentlich ganz gut. Ein ganz gutes Selbstschutz. Mit der komme ich total gut klar. Und dabei hat die gar nicht so einen krassen Schaden, ne? Ich muss mal kurz gucken. 5300. Naja. Na, los hier. Ich werde da bloß ein paar Skelette. Skelette. Oh. Eridium. Mann, wer kloppt da hinten an? Da oben müssen wir hin. Mit der Pumpe dran. So richtig. Eieiei. Nachladen. Dann wollen wir weitergehen. Hier hoch. Und da durch. Ne, da kommen Gegner. Der ist mit hier. Sehr gut. Ordentlich. Nee, die ist nicht schön. Ja. Achso, ich wollte gerade sagen, ich muss mal gucken wegen Munition, aber die lädt er ja schön selbst auf. Ja, natürlich gut. Das ist durchaus praktisch. Aber ich kann trotzdem ein bisschen nachhelfen. Oh, da sind wir. Ihr habt die Stadt Flame Rock Refuge betreten. In der Ferne seht ihr die Aufklärungszeppeline. Die Nimmermüd nach Feinden und Zeugs Ausschau halten. Und was macht er jetzt? Aufhören mit dem Spiel? Reden wir mit den Einwohnern. Großartige Idee. Dann sprechen wir mal. Hallo Einwohner. Die Königin wird vermisst. Vielleicht weiß ihre Leibwächterin Eleanor, wohin sie entschwunden ist. Wenn die Königin nicht zurückkehrt, werden wir niemals wieder die Sonne sehen. Klingt so, als müssten wir diese Eleanor finden. Okay. Die Leibwächterin ist nicht da. Oh, Entschuldigung. Hab vergessen, ihre Spielfigur aufs Brett zu stellen. Rups. Sieht aus, als hätte sie ein Problem. Ellie. Ich klopp ihr Problem. Oh. Ich rede mit ihr. In meiner Rolle natürlich. Que pasa? Die Königin ist verschwunden. Sie ist in den Wald gegangen, um der Welt das Licht zurückzubringen. Wo ist sie denn hin? Sie sagte irgendwas davon, dass sie den Fluch mit Hilfe des Baums des Lebens brechen will. Bestimmt ist sie dorthin.
Und so wurde eure Bestimmung klar. Ihr müsst in den dunklen Wald gehen und der Königin helfen. Okay. Na dann werden wir das mal schnell tun. Dann wird hier sehr japanische Musik gehört. Eigentlich darf niemand mehr in den Wald, seit es dunkel wurde auf der Welt. Aber der Torwächter ist leicht rumzukriegen. Sagt ihm einfach... Sagt ihm einfach was? Euch geschickt habe. Ja, okay. Das mache ich. Das da lang. Also hier gehen wir in der Stadt. Hey, wer hat mich denn jetzt hier eingelullt? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Wie wäre denn hier? Den kriege ich aber, oder? Ja, es geht down, Alter. Legt euch doch nicht so viel an, Alter. Ich werde es sowieso. Ich werde nur ein paar Kilo gehen. Oh. Ah. Lebhafte Skelett. Jetzt ist es nicht mehr lebhaft. Mann, womit schießen die denn auf mich? Ja, sehr, sehr gut. So gut können wir weiter. Was ist denn mit Klassenmod? Explosivschaden höher machen. Noch höher? Brauche ich, glaube ich, nicht. Hallo, David. Ja. Die Königin ist in den Wald gegangen, aber es ist zu gefährlich, da alleine reinzugehen. Ich werde euch begleiten. Häuschen, das ist meins. Ich muss kurz rangehen. Tina ist hier. Ist gar nicht David. Ihr, Mr. Park. Tina, lass mich entspielen. Okay. Wuhu, die Wunderwelt. Nee, ja. Der Fantasie. Torchi. Ich bin also Torwächter. In dem Fall müsst ihr eure Bettessigkeit unter Beweis stellen, um an mir vorbeizukommen. Erste Aufgabe: Jagt den Aufklärungszeppelin der Stadt mit einer Feuerwaffe in die Luft. Einfach so. Okay. Hinter die Waffe. Sind viel zu weit weg, um sie mit einer Schusswaffe abzuschießen. Das ist ja sehr rätselhaft. Da ist irgendwo jetzt hin. Oder? Dann kann ich hier dran ziehen. Nee. Ah, so koppeln sie ab. Freut er sich. Da freut er sich. So, der andere ist da hinten. Ich habe hier jetzt nicht hingehen. Die Möglichkeit der Stadt zerstört, herannahende Gefahren zu erkennen. Warum? Fantasie! Also das ist so freaky, gut, Alter. Das ist Aufgabe 2. Geht in die Taverne. Das ist so ein Freak. Der Mr. Torch. Genau wie seine Mutter. Seine Mutter war genau so ein Freak, Alter. Und auch diese elendlange Geschichte erzählt. Moment mal, diese Stadt hat keine Taverne. Okay, ihr seid in der Taverne. Moxie, Rock and Girls, geil.